Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video und heute geht es weiter mit der Shakes and Fidget Brieftaube. Es müsste die dritte oder vierte sogar schon sein. Vierte? Die vierte, glaube ich, ja. Und zwar starten wir mit Server 22. Hierzu begebe ich mich in die Post und sehe, alles ist voll. Ja, da fangen wir dann gleich mal an, erstmal ein bisschen auszusortieren. Und zwar der Saxi 1998, wenn ich dich natürlich richtig ausspreche, schreibt, please bewerten, du bist ein LB-YouTuber. Du bist mein LB, mein Lieblingsbester YouTuber, Liebling. Was LB, was heißt LB? Ich weiß es nicht. Frohes neues Jahr, egal. Wir schauen mal rein und zwar soll ich ihn bewerten, du bist Stufe 58 und bist ein Magier. Ja. Hast drei Tränke drin, dafür, dass du nicht Pilzer bist, ist das super in Ordnung. Dein Sammelalbum könnte etwas höher sein. Denk daran, alle 10 Minuten schön jemanden anzugreifen. Und von den Dungeons her sollte das passen. 30 von der Skillung. Sehe ich jetzt auch keine Defizite. Das sieht alles doch soweit gut aus. Vielleicht noch ein bisschen die Nebenattribute mitpushen. Von den Items her ist das Schlechteste, glaube ich, sogar mit hier deine Robe. Die Robe könntest du als nächstes austauschen. Die Robe und die Halskette ist nicht ganz so gut. Der Rest sieht alles soweit in Ordnung aus. Mach so weiter. It's Magic. Magic. Da schreibt der Ultra Deggy. Hi Zuschauer. Ich wollte fragen, ob du vielleicht zu uns kommen willst. Wir haben jetzt einen. Wir haben jetzt auch. Okay, das ist gildenmäßig irgendwas. Das ist auch gildenmäßig. Gilde. Kein Krieg an Weihnachten ist auch Gilde. Der Kibito schreibt. Was schreibt er denn hier? Wollt ihr gratulieren zur Stufe 202 und frohes Weihnachtsfest. Dankeschön, dir auch. Frohe Weihnachten. Guten Rutsch. Hier sind wieder Angriffe. Frohe Weihnachten, schreibt hier einer. Der Hodenkobold 111. Hallo Zuschauer, ich wünsche dir frohe Weihnachten und ein neues, tolles Jahr. PS, Glückwunsch, dass du Level 200 geworden bist. Du hast gute Videos auf YouTube. Vielen Dank dafür. Der Castor schreibt auch Weihnachten hier. Sogar ein Gedicht. Bis zum 27.12. werde ich gesittet. Aha. Er wird gesittet, der Castor, und hat die Gilde gewechselt. Sehe ich das richtig? Oder wie sehe ich das jetzt hier? Interessant. Ich habe irgendwas gelesen von Gildenhilfe bzw. Raidhilfe. Vielleicht deswegen. Ich weiß es nicht. Bewerte mich. Der Neo-Goob schreibt, bewerte mich. Ich hab geschrieben an Leute, die jetzt schreiben, nur bewerte mich, dass ich das nicht mehr mache. Ihr solltet schon ein paar Zeilen hinschreiben, weil sonst ist das richtig viel Arbeit, die Leute zu bewerten. Und dann schreibt man einfach nur ein bewerte mich oder Bewertung. Oben hier rein, Bewertung. Dann schreibt doch mal etwas Ausgefallenes, ein bisschen Text rein, dann bewerte ich euch auch, dann ist das kein Problem. Der Zyron schreibt, sinnliche Feiertage, guten Morgen Gilde, das ist auch wieder Gilde. Natürlich wünscht er uns alle hier ein frohes neues Jahr und frohe Weihnachten. Accountbewertung. Kannst du please dein Video, mein Account bewerten? Wie gesagt, vollständige Sätze wären richtig toll. Und auch wenn ihr etwas Kleines dazu schreibt, dann werde ich euch selbstverständlich sehr, sehr gerne bewerten. Videos. Hi Zuschauer, du machst tolle Videos. Naja, ich habe dir schon mal geschrieben mit Hidopelt oder wie auch immer. Hidop. Ich habe einen Account geschenkt bekommen und genau in diesem Moment wurde der Account gehackt. Meine Kumpels bauen ihn wieder auf. Ich gucke mir gerade das Video vom Epic Event an. Da war ich neugierig, welche Sachen du bekommen hast. Das sind voll die coolen Sachen. Ach, und wenn dich ein der Neuen anschreibt, dann bin ich das auch. Zweiter Hauptaccount, du bist cool. Dankeschön, aber denk daran, man darf nur einen Account auf einen Server haben, sonst kann es passieren, dass deine Accounts auch wieder gelöscht werden. Also denk daran, immer nur ein Account. Der Skyflash schreibt, hi Zuschauer, herzlichen Glückwunsch zu deinen Chicken Master 3000. Dankeschön, ich wollte dich fragen, ob du mich bewerten würdest. Warte schon lange. PS, ich finde... Was? PS? Ich finde mit hört sich es einfach geiler an. Wenn man noch das A verlängert. Was? Sky Flash? Oder was soll das? Egal. Ich soll dich bewerten. Alles klar. Sky Flash von SEK. Oh, vielen Dank dafür, dass du hier meinen Link reingepackt hast. Ich wollte ja immer noch eine Aktion starten, dass die Leute Screenshots einschicken können und dass ich so ein kleines Special-Video mache. Muss ich noch machen.
Dann haben wir hier, du bist ein Magier vom Sammelalbum 69,24%. Wenn du Pilzer bist, da geht noch mehr. Über 80, 85% sind locker drin. Und hier nochmal eine Nachricht, vielen Dank dafür. Finde ich richtig cool und richtig klasse von allen Leuten, die sowas in ihr Profil reinposten oder reinschreiben. 52 Dungeon-Etagen sollte in Ordnung sein. Deine Tränke sind auch top natürlich als Pilzer. Von der Skillung her sehe ich auch nichts Schlimmes. Das sieht alles soweit gut aus. Mach weiter so. Und vom Equipment her, für sehr viele Epics hast du bestimmt geblättert hier. Vielleicht die Robe als nächstes austauschen. Die sieht schon etwas älter aus. Sonst ist alles sehr, sehr gut. Ja, die Robe ist ein Ticken älter. Da kannst du vielleicht was im Waffenladen etwas Besseres finden. Aber sonst alles top. Mach weiter so. Skyflash. Der Kinglol schreibt: Kannst du bitte mein Char bewerten? PS, deine Videos sind spitze. Mit dem PS hast du dich gerade noch mal so gerettet und deswegen werde ich deinen Account bewerten. Wenn nur der obere Satz da gewesen wäre, dann wahrscheinlich nicht. Du bist bei Troja, der King LOL. Du bist ein Kundi und bist ein Teufel. Sammelalbum 19,35% ist nicht viel, aber du bist ein Nichtpilzer und gerade erst angefangen, dann passt das. Dungeon soweit auch in Ordnung von der Skillung her. Kannst du doch ein Ticken mehr, ja gut, es passt. Du kannst ruhig noch ein bisschen mehr auf Geschick skillen und versuch mal hier noch ein bisschen mehr Crit zu bekommen. Von den Items. Schöner Bogen, schöner Bogen. Sieht alles in Ordnung aus. Vielleicht als nächstes diesen Gürtel austauschen. Sonst, soweit kannst du alles anlassen. Der Rest sieht soweit gut aus. Das war der King LOL. Dann der Joker 2012. Bewertung. Hi Zuschauer, kannst du bitte nochmal meinen Char bewerten, wenn du mal wieder Zeit hast? Danke im Voraus. Alles klar, Joker. Bist ein Mager. Ich habe dich schon mal bewertet. 71,65%. Da tut sich ja einiges. Wie gesagt, 80, 85% sind locker auf so einen, ich sag mal, etwas längeren Server schon möglich. Ohne größere Probleme. Du bist nicht Pilzer. Wenn du nicht Pilzer bist, dann sind 71,65% gut. Ich weiß jetzt nicht, ob du Pilzer bist oder nicht. Scheinbar nicht, weil du keinen Geflügeltrank hast. 70 Dungeon-Etagen ist in Ordnung. Von den Items. Sieht alles gut aus, ja. Die Epics kannst du noch ein bisschen anlassen. Und die anderen Items sind alle ziemlich gut. Beste Let's Plays Forever, Spieltrend und Zuschauer-LP. Vielen Dank dafür. Das sieht alles gut aus. Mach so weiter. Von der Skillung her sieht das auch soweit in Ordnung aus. Vielleicht auf 30% Glück noch versuchen zu kommen. Sonst alles top. Mach weiter so. Wie gesagt, und das Sammelalbum ist auch in Ordnung, wenn du natürlich keine Pilze da reinstecken möchtest. Denk daran, immer alle 10 Minuten schön angreifen. Der Joker. Der Dream, okay, das ist was anderes. Anfrage bezüglich eines gemeinsamen Videos, das ist YouTube intern, YouTuber intern, sage ich mal. Der Basti97 schreibt: Wichtig, bewerte mein Char, please, in den nächste Folge und deine Videos, der Hammer. Basti97, ich glaube, ich habe dich sogar schon bewertet, aber bitte einen etwas ausführlicheren Text schreiben, dann werde ich dich natürlich sofort bewerten. Der Jan schreibt, was schreibt der Jan? Das löschen wir hier, habe ich schon gelesen. Der Jan schreibt: wollte mal fragen, ob du meinen Char bewerten kannst. Deine Let's Plays sind super, mach weiter so. Alles klar, Jan. Der Jan, was? Der Jan ist ziemlich gut equipped, wie sehe ich hier gerade. Du hast Sammelalbum von 72,94%, bist scheinbar Pilzer. Dann kannst du hier noch locker 80, 85% haben. Das wäre nämlich ziemlich gut. Tränke sind in Ordnung natürlich. Du bist ein Krieger, 56 Dungeon-Etagen. Da geht doch nicht sogar noch ein bisschen mehr von der Skillung her. 549 zu. Ja, die Skillung sieht in Ordnung aus. Du hast sehr viele Epics, dadurch halt auch sehr viel Crit. Helm ist in Ordnung, Brust hier alles top. Du hast scheinbar geblättert beim Epic-Event. Da ist natürlich nichts auszusetzen. Und ja, das sieht soweit alles in Ordnung aus. Dann können wir diese Nachricht hier auch mal löschen, 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 löschen. Hier, Post, da ist die Post. Löschen wir mal raus. Zack. Kommt diese Nachricht ins Let's Play von Cybot2727. Ich grüße die Abonnenten von Zuschauer. Du hast es geschafft, du hast die Abonnenten von Zuschauer gegrüßt. Du bist im Video. Weiter mit dem Skyflash. Er hat doch schon mal hier gerade was geschrieben. Den habe ich gerade bewertet. Hi Zuschauer, ich hatte eine Frage. Woher hast du den Link zu den Server? Also, dass ich die Eulen kriege, wenn ich. Du musst einfach den Link rauskopieren, den ich dir da reingeschrieben habe. Und du fügst unter Option das hinzu, was du hier siehst, deine ID. In meinem Fall die 10.360. Dann fügst du da bei dem Link, den ich dir halt da reinkopiert habe, entweder für Server 22, 23, wie auch immer, und fügst deine ID am Ende da hinzu, die du hier unter Option findest. Dann findest du das. Ja, so sieht das aus.
Der Vramper hat die Einladung validiert. Vielen Dank dafür. Der Etta, was schreibt der Etta? Moin, bist du vielleicht unzufrieden mit deiner momentanen Gildensituation oder suchst einfach eine neue Herausforderung? Okay, das ist eine Abwerbung. Die kann ich löschen. Bewerten. Ciao, bewerten. Deine Videos sind geil. Kevin, bitte einen etwas ausführlicheren Text schreiben, dann werde ich selbstverständlich deinen Account ohne Probleme bewerten. Re, neue Office wieder mal. Das ist Gilde. Gilde. Angriffe. Einige Infos von Cyron. Das ist Gilde. Skyflash schon wieder. Ich habe dich doch gerade bewertet, Skyflash. Gilde. Hallo, du Geiler von Baby Schilling. Hallo, kannst du mich bitte nochmal bewerten, wenn ja? Ich habe dich schon sehr oft bewertet, Baby Schilling. Schreib doch mal noch einen ausführlichen, schönen Text, dann werde ich dich natürlich nochmal bewerten. Ein Abschied von der Gilde, Char-Bewertung. Ey, Zuschauer, kannst du bitte meinen Char bewerten? Markus Han, bitte einen etwas ausführlicheren Text, dann werde ich dich selbstverständlich bewerten. Also wie gesagt, ihr müsst das wirklich verstehen. Es ist nicht viel Arbeit, fünf Minuten mal einen kleinen Text da reinzuknallen, zum Beispiel. Kannst du bitte meinen Char bewerten? Es wäre nett von dir, es würde mich freuen oder wie auch immer. Fertig, dann bewerte ich euch auch ohne Probleme. Das ist auch Gilde. Gilde. Ach ja, deine Videos sind die besten, mach weiter so. Vielen Dank dafür, XXZockerXX. Könntest du please meinen Char bewerten? Mache ich sofort, XXZocker. Ich glaube, ich habe dich sogar schon mal bewertet. Hier ist dein Sammelalbum 27,76%. Da geht noch mehr. Denk daran, alle 10 Minuten schon anzugreifen. Deine Tränke sind top und vielen Dank hierfür, dass du mich hier reingeschrieben hast. Finde ich klasse von dir. 20 Dungeon-Etagen. Von den Items her, die Brust ist schon ein bisschen älter, kannst du aber noch tragen. Hier vielleicht was mit Stärke besorgen, ganz wichtig. Sonst habe ich eigentlich nichts zu bemängeln. Oder die Kette ist ziemlich stark. Also man sieht, diese Items, wie die Kette zum Beispiel, kannst du auf jeden Fall dir noch besorgen. Das heißt, die anderen Sachen wie Gürtel, Ring, die Top-Pflanze, hier kannst du alles austauschen, indem du halt dir Items besorgst, die ungefähr auf den Stand sind wie deine Halskette. Sonst soweit alles in Ordnung. Von der Skillung her ist es auch in Ordnung. Mach weiter so. Dann läuft alles und denkt daran, immer schön alle 10 Minuten jemanden angreifen. XXZockerXX. Hier ist was. Hier ist ein Angriff. Der Neuling 16 schreibt. Was schreibt er denn? Ups, ich wollte hier nicht antworten. Ich wollte reingucken, was er geschrieben hat. Post, so. Neuling 16. Kannst du meinen Account mal bewerten? Danke. Bitte einen etwas ausführlicheren Text schreiben. Dann werde ich gleich sofort machen, wie bei den anderen eben auch. Moin, bester Player. Hey, ich bin 12 Jahre alt. Jeden Tag bin ich erst Stufe 16, weil mein alter Account gehackt wurde. Da war ich 156, deswegen will ich mich wieder aufbauen und deine Gilde ist das Richtige. Ich hoffe, dass du dich meldest. Ich kann dein Char bewerten, LOLKING, aber du musst dich bei dem Gildenleader bewerben, nicht bei mir. Ich habe das nicht zu entscheiden. Und mit Stufe 17 glaube ich, PS Titten lecken mit 1 T. Okay, du bist scheinbar. Ja, Lurking. Okay. Lurking ist Lurking. Ich glaube, du hast, glaube ich, nicht die Möglichkeit, in die Gilde bei uns reinzukommen mit Stufe 17. Best of Master auf einmal. Gildenintern hier alles. Wir stehen bereits. Oh Gott, ich habe die Nachricht von OP gerade gelöscht. Tut mir leid, war nicht geplant. Kannst du dir nochmal schicken. War auf jeden Fall nicht geplant. Wir stehen bereits im Forum. Okay, da klicke ich gleich mal drauf. Guck mir das mal an. Scheinbar ist irgendwas vorgefallen. Irgendein Bug haben die wollten. Keine Ahnung. King13Re-Videos. Ja, aber bekommen keine Mailback. Kannst du ihn mal fragen? Ich weiß gerade nicht, worum es geht. Tut mir leid. Aufklärung 1, 2. Das ist auch Gilde. Alter, was geht denn hier ab? Gilde. Bewertung 3.0. Schiller-Terror. Der Schiller-Terror. Ich soll ihn etwa nochmal bewerten. Alles klar, Schiller-Terror. Weil du es bist.
Ja, du musst ihn da wohl nochmal schreiben. Das war nicht geplant. Ich wollte es nicht löschen. Übrigens an alle, die sich gerade denken, was los ist, ich mache die Aufnahme gerade im Livestream und dein Opi schreibt gerade was und ich habe das aus Versehen gelöscht. Das war nicht geplant. Das wollte ich wirklich nicht. Was haben wir denn hier? Wir haben, du bist natürlich ein Nicht-Pilzer. Bist du Pilzer? Wenn du nicht Pilzer bist, dann du bist nicht Pilzer. 85% Sammelalbum, sehr gut dafür, dass du ein Nicht-Pilzer bist. Versuch mal ein bisschen durch die kostenlose Pilze noch ein 50% Mount zu geben, dir zu besorgen. Tränke sind top. 72 Dungeon-Etagen passt auch. Aber du musst schon, so hoch bist, musst du schon 300 Alu gespielt haben, denke ich doch mal. Von den Items her, ein sehr schöner Helm. Die Brust ist schon einen Ticken älter. Da könntest du dir vielleicht etwas Neues raussuchen. Die Waffe, ja, die ist noch in Ordnung. Sonst alles gut. Wie gesagt, die Brust ist schon etwas älter. Und natürlich die Halskette ist auch schon einen Ticken älter. Also die Brust würde ich auf jeden Fall als nächstes, beziehungsweise als, ja, so schnell wie möglich austauschen, wenn du etwas Neues findest. Basis hier von Geschick und Ausdauer passt. Glück ist auch in Ordnung. Mach so weiter. Das Sammelalbum gefällt mir sehr gut, wenn du ein Nicht-Pilzer bist. Oh, er ist Nicht-Pilzer. Alles klar, dann bist du ziemlich gut unterwegs dafür, dass du Nicht-Pilzer bist. Klasse, mach weiter so. Finde ich richtig gut. Aber du hast bist halt so hoch im Level und hast nur mit 100 Alu, das ist ziemlich krass. Das ist ziemlich gut. Dann hast du immer 100 Alu durchgezogen und warst in einer richtig guten Gilde. Ich mach mal schnell einen Arena-Kampf hier, damit ihr meinen Chicken Master seht. Dalalam, Chicken Master. Somit ist der Chilla-Terror fertig. Der hat noch was geschrieben hier. Bin kein Pilzer. Der Helm ist von heute, ja. Die Halskette. Aber hier, die Brust ist nicht so gut, ne? Da kannst du dir noch was Neues suchen. Ja, da geht noch was Besseres. Der Miko. Miko schreibt was. Liebe, das ist wieder was anderes. Gottes Willen hier. Könntest du mich bitte bewerten? Ich kann dich ohne Probleme bewerten, aber schreib bitte einen schönen Text, dann mache ich das. Der XX-Zocker, den habe ich schon bewertet. Also nicht nochmal. Und der Skyflash. Muss aber nicht sein. Deine Videos sind der Hammer. Würdest du meinen Char bewerten? Natürlich mache ich das. Habe ich schon gemacht in diesem Video. Deswegen lösche ich das auch mal. Und Opi hat seine Nachricht nochmal geschrieben. Guten Abend, Zuschauer. Ich verfolge deinen unglaublichen Weg auf YouTube schon lange und bin immer sehr erregt, wenn ich deine super, klasse, tollen Videos schaue. Ich bin dein allergrößter Fan forever und hab dich auch schon auf YouPorn gesucht, da du dort ja schon öfters aktiv warst. Ich habe aber in den letzten Wochen nichts gefunden und frage mich nun, ob dein alter Account Negerschwengel99 gelöscht ist und warum. MFG, deine große Liebe, PS, schon auf 1000 Elo angekommen. Du bist doch behindert. Du bist doch behindert. Negerschwengel. Oh, das ist natürlich top. Das ist der Opi. Man muss als Hintergrundgeschichte sagen, ich bin mit dem öfters im TS, also der macht gerne ein paar Späßchen. Das muss man jetzt nicht so ernst nehmen, ne? Das ist alles nur Spaß. Schöne Nachricht. Finde ich gut. Löschen. Löschen, jetzt habe ich irgendwas anderes gelöscht oder was hier? Auf jeden Fall war es das mit der Brieftaube von Server 22. Dann werde ich in der nächsten Zeit noch eine Brieftaube aufnehmen für Server 2, für Server 23, 24, Server 8, Server 2, Server 13. Auf jeden Fall wird noch eine weitere Brieftaube folgen. Und da werde ich den Rest noch durchgehen von der Post. Das soweit zu Server 22. Ich bin der Zuschauer. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.